Also das mit dem Seil war ja gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das würde ich sogar beibehalten wollen. Ach du Schande. Da unten liegen ja noch ein paar mehr. Na, die befinden sich wohl im Krieg. Aber das fließende Blut ist ja doch ein bisschen übertrieben, oder? Na. Da auf der Brust. Das fließt ja schon fast wie so ein Wasserfall. Da ist der nächste Fuß. Ja, Geier, wir verschwinden schon. Wir lassen dein Essen in Ruhe. Ja. Ja, Da. genau, da. Da müssen wir durch. Echt? Wir sollen die Hand wegschieben? Ein bisschen komisch. Was wirklich sehr komisch ist, ist, dass man bei diesem Spiel nicht springen kann. Ich will dann dauernd die Springtaste drücken. Überall. Na. Kann sich schon mal festhalten? So, hat doch super geklappt. Dafür, dass er nicht Schwimmer ist. Oh, so viele Geier, ey. Geht weg. Moment mal, wir müssen auf die Seite. Kommen wir hier lang? Nein. Und da? Ah, warte. Vielleicht kann er den ja doch hochheben. Hast du nicht hier irgendwie... Oh nein, die springen nur. Von der anderen. Ah, nehmen wir doch die einfach. Warum schwer, wenn es auch einfach geht? So, dann gehst du wieder darüber und er kann sich wieder an deine Beine hängen. Was? Wurde ich jetzt wegkatapultiert? Das war jetzt ein bisschen komisch. Also so hoch war das ja jetzt gar nicht. Ich glaube, es reichte nämlich, dass man den Baum halt ein bisschen nach unten bringt, dass er sich da dran packen kann. So.
Nein, den kriegst du nicht weg. Wenn du schon deinen Bruder nicht halten kannst, dann erst recht kein Riesen. Kann er den vielleicht da hochhelfen? Oder hier? Was? Da lang. Auch du kriegst es nicht hin. Ich probier's mal spaßeshalber mit beiden. Hätte ja klappen können. Der Pfeil ist da so, ja, schön einbandagiert, sag ich mal. Das hat doch eine Bedeutung. Zurückspringen können wir auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht. Kommen wir hier lang. Nein, da will er auch nicht. Das muss doch irgendwie, dass der hier so nicht Huckepack, sondern... Hm? Warte mal, ich laufe jetzt erstmal nur mit dem einen. Kommen wir dahin. Ah! So geht's auch. Ja! Ja, ihr habt aufgeräumt. Wirklich überall Mord und Totschlag, egal wo du hinkommst. Ich hoffe mal, dass wir hier schnell wieder rauskommen. Ach da. Ich finde, da ist auch richtig viel Abwechslung drin. Also in dem einen Ort. Ja, okay, hier sind ja auch wieder Riesen, aber die Örtlichkeiten sehen schon anders aus. Und ihr habt gerade ein Bein abgetrennt, ey. Lecker. Oder können wir da jetzt durch? Schauen wir doch mal. Ich krieg gerade die Steuerung nicht in meinen Kopf rein. Und gut, dass man die nicht ausbalancieren muss. Also sonst wäre ich echt schon am Ende bei diesem Spiel. So, wo müssen wir jetzt lang? Kommt da jetzt wer? Aber da kommen wir jetzt ja auch nicht weiter. Hier aber. Na. Wenn die da mal langlaufen würden. Bitte. Vielleicht können wir uns den mit dem Pfeil wegschießen. Ich sag mal, der müsste ja groß genug sein, dass wir da beide drauf sitzen können.
Das sollte eigentlich ein Spaß sein. Da! Aber ich glaube, das soll wirklich so sein. Ja, genau, Nahi, hör mal auf. Die sind doch schon alle tot. Ich hab den nicht umgebracht. Ein bisschen makaber. Vor allen Dingen, dass sie den dann jetzt auch noch als... Haben die den jetzt... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn die den jetzt auch noch als Brücke benutzen, dann erst recht. Und ich höre, glaube ich, noch welche kämpfen. Oder das waren wieder die Geier. Oh, oh. Ich sehe gerade gar keinen. Wo sind die? Ach, da. Na, die Geier werden euch auf jeden Fall jetzt richtig mögen. Yummy. Das wird ein Gaumenschmaus. Vor allen Dingen sieht man ja jetzt, dass ihr da auch noch langlauft. Na, herrlich. Warte mal, was heißt das denn hier? Psst. Schreit nicht so rum. Okay, die beten irgendwie einen Großen an. Der große Gott vielleicht. Oh ja, sie werden sauber. Oh, kann er sich festhalten? Die sind doch bekloppt, die wollen da doch nicht wirklich hin. Ist doch immer das Gleiche, wa? Hauptsache eine Frau mitnehmen. Aber das sind jetzt keine Riesen. Ups. Ich habe nur auf das Bild geguckt, aber nicht gesehen, dass ich den weiter vorwärts gesteuert habe. Kann ich hier noch irgendwo hochklettern? Wie soll ich da jetzt hinkommen? Warte mal, oder muss einer ablenken? Aber ich glaube, so weit kann ich die gar nicht voneinander entfernen, oder? Ach, jetzt doch auf einmal. Sonst rufen die doch immer direkt.
denn hier irgendwo runter? Verstehe ich nicht. Ich glaube, oben kam man wirklich nicht weiter. Nein. Nein! Kann man hier irgendwas mitmachen? Selbst in Sommersituationen haben die noch Spaß. Ist ja cool. So, dann gucken wir doch nochmal oben. Weil anscheinend kann ich die beiden ja doch trennen. Da. Was? Ja, da lang. Okay, kommen wir hier hoch. Im Endeffekt muss einer die wahrscheinlich ablenken. Aber das ist schwierig, da sind doch so viele. So, dann packe ich die lieber alle auf ihre richtige Seite. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Scheint ja deren Gottheit zu sein. Vielleicht imponiert ihnen das ja. Achtung, ich bin eure Gottheit. Kniet nieder. Kniet nieder. Kniet nieder. Geht doch. Ja, und jetzt mal schnell weg, ne? Hat ja gut geklappt. Und ich hoffe, sie kommen uns jetzt nicht mehr hinterher. Achtung! Irgendwie retten wir immer einen und der bringt uns dann hier raus. Mohammeda! Araba! Ah. Ia dahi? Mabi hier. Alles klar. Neue Transportmöglichkeit. Es könnte interessant werden. Ach so. Nein. Warte mal. Ah.
Können wir hier anlegen? Nein. So. Nein. Da wollen wir nicht hin, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht, sind wir richtig? Es sah gerade so aus, als wenn man auch hätte links langfahren können. Was? Müssen wir da wirklich hin? Sind das die gleichen Bekloppten oder sind das ihre Freunde? Okay. Das war eine kleine Falle. Schnell wieder weg. Ups. Irgendwie ist die Steuerung hier gerade ein bisschen schwierig. Zumindest habe ich sie noch nicht so ganz verstanden. Das ist ja cool, solange er uns nicht vom Boot runterholt. Wir sind friedlich, wir kommen in friedlicher Absicht. Wir können sogar rückwärts fahren. Geh weg. Hat uns jetzt aber nicht viel gebracht, wenn die einen verfolgen. Nicht an unserer Anlegestelle. Nee. Da hatten wir aber noch mal Glück. Hier können wir nicht mehr ausweichen. Gut, da ist was im Untergrund, da können die uns nicht lang folgen, glaube ich. Doch, da sind auch wieder welche. Nein, nicht springen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Schön, falls du dich freust, uns zu sehen, aber... Ich habe keine Lust... jetzt nicht mehr weiterzukommen.
Da müssen wir hin. Schnell! Ja, lass die arme Frau ruhig arbeiten. Kinders, also ehrlich. Die rennen hier irgendwie alle kurzärmlich rum, ne? Was, wie, wo? Ich muss gerade wieder mal so... Oh, man rutscht hier auch. Nein! Hallo? Kleiner Bruder? Mann. Ich sag euch, ich werde echt kein Freund mit dieser Steuerung. Eine verwirrte Schildkröte? Da hoch. Oh. Hey, Naya! Ja, er ist unterwegs. Sind welche erfroren? Gaia? Was? Links? Una. Otai. Gaia? Ach, wir müssen... Ja. Wir müssen da lang und wir müssen den Baum wahrscheinlich umkippen, oder? Ata. Dimabu Malia. Danke, danke. Okay, können wir was mit dem Baum machen? Nein. Gut, wir müssen mal wieder außen rum. Ach, hier können wir den Baum machen. Okay, den Baum wollten wir eigentlich nicht. Das war nur zu reinen Übungszwecken. Buna. Wir sind schon dabei. Otai. Gaia. Ja, bleib mal locker. Otai. Siehste, geht doch. Wie waghalsig die alle sind, jetzt auch die Frau. Machen sich keine Gedanken, dass sie da runterfallen könnten oder so? Ah, wir sind fast in deinem Dorf. Das ist doch schön. Was?